Falls ihr übrigens King Dedede besiegen solltet, ohne alles gesammelt zu haben, ohne jede einzelne Güte, Dankbarkeit, diese ganzen Herzen, Steine, Sterne gesammelt zu haben, kriegt ihr hier direkt schon die Credits, die wir übrigens vorhin nicht gesehen haben, deshalb werde ich sie hier nochmal einblenden und hier das Ganze beenden tatsächlich. Ja, mein Fazit habe ich ja vorhin schon gegeben, aber ich möchte einmal noch kurz erwähnen, dass ich diesen Artstyle wirklich persönlich liebe. Also viele mögen den, denke ich mal, nicht. Wir kamen nie zurück, dieser Artstyle, dieser wassergezeichnete. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wieder so ein Kirby in dem Look kommen würde. Ist sehr schön. Manchmal aber sehr lustige Namen. Kappa, Akani, Squishy, Joe. Einfach Joe. Boten. Kabu. Dekabu. Nido. Laut. Er ist richtig laut. Mopo. Richtig chilly. Klinko. Wappa. Korori. Madu. Pilu. Marielle. Einfach nur Propeller. Buttermon. Das ist kein Kirby, ist Buttermon. Bobo. Jetzt kommen die kleinen Minibässe. Captain Stitch. Haboki. Jumper Shoot. Krasser Name. Yuki. Blocky. And. Wen haben wir dann vergessen? Richtig. Zero. Willkommen zurück zu Kirby Stream Land 3! Eigentlich müsste es ja vorbei sein, aber hier noch eine kleine Bonusfolge, wie man überhaupt an die 100% rankommt. So, wie man überhaupt an die 100% rankommt. Wir haben ja 97%, aber wenn wir in die Option gehen, haben wir nach dem Spiel ein paar neue Sachen freigeschaltet. Nicht nur haben wir hier den Soundtest, den wir schon kennen, sondern wir haben noch M und B. Was die wohl bedeuten? B ist Boss Butch. Das ist ein Boss-Battle, Boss-Rush, den machen wir gleich. Fangen wir erstmal von links an. Mit Super NES MG5. Was einfach nur die ganzen Minigames von vorhin sind, die wir das ganze Spiel lang gesehen haben. Die wir alle nochmal neu machen müssen. Und meistern müssen. Wenn wir sie nicht meistern, kriegen wir nichts dafür. Wenn wir alles meistern, kriegen wir Prozentzahlen. Und zwar kriegen wir für jedes einzelne hier, für jeden einzelnen Button, den man im Menü auswählen kann, da gibt es nämlich da eigentlich drei, einer fehlt uns noch, kriegen wir 1%. Und so kriegen wir dann hier die 100% hin, die natürlich auch machen möchte. So, da haben wir unseren kleinen Wurm. Wir müssen gut aufpassen, wo er als letztes landet. Das erste Spiel war einfach nur, achtet drauf, was für ein Gesicht er hat, während er ihn schleudert. Und jetzt gut aufpassen, wo er zuletzt landet.
Die ersten beiden sind eigentlich noch ziemlich easy, danach wird es immer schwerer. Das war jetzt ein bisschen schwieriger, aber er war hier. Oh yeah. Okay. Das war böse, das weiß ich noch. 7. So, hier muss man nämlich zählen, wie viele von einer bestimmten Sorte ihr Gesicht geöffnet haben. 5. Ich versuche nicht zu cheaten, aber wenn ich es cheaten sollte, dann bin ich ganz offen mit euch, dann zeige ich es euch auch. 5? Oh, böse. Es war nicht 5. Gut, wenn man auf Nintendo Switch Online spielt, da kann man nämlich einfach nochmal zurückspulen. Ein bisschen weiter zurückspulen, bevor ich es ja eingetippt habe. Und dann die richtige Zahl sagen. Ist es Cheating? Ja. Aber ich gehe damit offen um. Ich bin ganz offen mit euch, wenn ich sage, ich habe gecheatet. Und ich bin stolz. Naja, was auch immer. So, hier die Farben merken. 2 rote. Das ist echt schwierig. Sorry, Miss Input. 4. Miss Input, ich habe mich vertan. Ich wollte eigentlich jetzt 3 sagen und vorhin 4. Ich habe es falsch rum gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, die Antworten sind immer random. Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Okay, das ist das letzte, glaube ich. Okay. Boah, habe ich vergessen. Okay. Ich muss mich wirklich konzentrieren. Nein! Nein! Aber es war close. Ich bin stolz drauf, dass ich die ersten beiden erkannt habe, weil das hier war jetzt viel schwerer als im Let's Play. Im Let's Play war ja wirklich sehr gnädig. Ich habe immer dreimal den gleichen Sound genommen. Ich dachte, das wäre so gewollt, aber war es wohl nicht. Boah. Krass. So, und wenn ihr jetzt überall alles richtig gemacht habt, so wie ich natürlich fürs Try, und alles richtig habt, überall im blauen Kreis, ist Kirby stolz. Yeah, ihr könnt mich mal! Oder wie sowas. Und somit habt ihr sofort einen weiteren Prozent. Und kriegen dafür J. Und was ist J? Jumping! Jumping? Einfach nur den B-Knopf oder so drücken? Nicht ganz. Wir müssen nämlich mit jedem einzelnen Charakter, mit jedem einzelnen Buddy oder halt auch alleine, müssen wir nochmal das Sprung-Minigame machen. Und hier ist es komplett egal, wie lange ihr für eins braucht. Ihr habt eins geschafft, dann könnt ihr eigentlich schon direkt killen. Ihr müsst nur eins schaffen und dann könnt ihr euch killen und dann habt ihr es geschafft. Ihr müsst einfach nur alle mal gespielt haben. Das will ich damit sagen. Alle mal gespielt haben. Und dann ist gut. Ja. Ich will euch aber trotzdem, weil das Video sonst zu kurz wäre, möchte ich trotzdem, so gut es geht, versuchen... nicht getroffen zu werden. Ich weiß aber nicht, wo der Unterschied mit den anderen Charakteren ist, weil ich glaube, die springen halt nicht anders und die sehen halt nur anders aus. Ich weiß halt wirklich nicht, wo hier der Unterschied ist. Aber ich finde es süß, wie Chuchu sich da an Kirby krallt und Kirby nur so am Lächeln ist. So, die schöne Kopfmassage. Irgendwie so, das denkt sich doch bestimmt Kirby dabei, oder? Ja, Chuchu macht sich da halt bequem. Auf seinem Kopf. Und neuer Rekord, Freunde. Boah, das ist schwer. Nein, ganz knapp verpasst. Der Blick. Ernsthaft? Ja, sorry, Chuchu. Passiert halt. Rick, altes Haus. Der Hamster. Man kennt ihn.
Kirby hält sich hinten an seinem an seinen Ohren fest. Merke ich erst jetzt. Ach, jetzt verstehe ich's. Bei allen Charakteren, die gucken anders nach oben und unten. Das ist das Schwierige daran. Weil Rick war jetzt wirklich schwierig zu erkennen, wann er springt. Pitch! Ja, Kirby hält ihn halt fest, ne? Was soll ich so sagen? Aber wie die sich bewegen, finde ich immer lustig, immer. 1, 2, Haferbrei, hoffentlich schaffen wir 2. Yeah, yeah, denn wir sind doch richtig krass hier drin. Ja, das sind wir, ja, wunderbar, ja, das sind wir sowas von. Nein, sind wir nicht. Aua. KFC lässt grüßen, was? Kein! Ja, wir stecken natürlich in Keins Maul. So wie immer, yeah. Wir können hier nicht Gui holen, denn wir haben nur ein halbes Leben. Das geht so nicht. Man muss schon voll aufgeladen sein dafür. Oder zumindest ein bisschen mehr als ich jetzt. Boing! Aber ich finde, ich krieg das relativ in Ordnung hin. Also so kacke wie am Anfang des Let's Plays bin ich hier nicht mehr. Am Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt geht's. Und ich krieg gute Reihenfolgen hier zumindest. Hätte aber nichts dagegen gehabt, wenn das wirklich so ein Gegner gewesen wäre am Ende. Wenn du auch hier getroffen werden könntest. Und dein Leben verlierst, hat Maxi Tomate zu bekommen. Nago! Rollt Kirby wie ein Pinball. Fun Fact, es gibt sogar ein Kirby's Pinball Land Spiel. Hat zwar Land im Titel, aber hat nichts mit den Dreamland Spielen zu tun. Aber das werde ich definitiv auch mal spielen. Weiß noch nicht wann, aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall auch noch spielen. Und ja, Q hält Kirby halt fest an seinen Krallen. Das war richtig close, Junge. Das war viel zu close, das geht so nicht in Ordnung, nein. Ach übrigens, weil ihr direkt den ersten haben wollt oder direkt einer der ersten. Einfach direkt spammen. Dann kriegt er eigentlich immer einer der ersten. Ja. Einer der ersten drei auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir mit jedem einmal das gespielt. Und es zählte nicht. Muss ich nochmal nachschauen. Ihr werdet es wahrscheinlich irgendwo eingeblendet haben, aber ich habe mich geirrt, man muss nicht irgendwie 1 oder so schaffen, sondern man muss mindestens 10 schaffen. Das war somit der erste. Das hier der zweite. Das hier der dritte. So, hier wird es schwer. Obwohl, das ist gar nicht wirklich schwer. Der vierte. Also 10 mal landen, basically. So, die Hälfte ist geschafft. So, das waren jetzt 5. Immer noch. 6. Weil ich glaube, so gut bin ich, dass ich das ohne Fehler schaffe. Schade, das hätte klappen können. Jetzt. 7. Aber das ist schwierig. Ist nicht einfach. Mann. Jetzt. 8. Oh, direkt die Mitte. Oh, First Try. 9. Und knapp nicht die Mitte. Und ich treffe natürlich direkt die Mitte. Oh, das ist echt richtig schwierig, ne? Immer knapp daneben. Schon wieder knapp daneben. 10! So, und zur Sicherheit mache ich nochmal ein extra. Den müsst ihr wahrscheinlich nicht machen, aber ich mache den jetzt halt, um sicher zu gehen, dass ich mich nicht verzählt habe. Auch wenn ich es nicht wirklich treffe. Verdammt! Immer ganz knapp vor allem. Jetzt habe ich es. Okay. So, jetzt können wir einfach drücken. Jetzt ist auch egal. So. 10-mal geschafft, egal bei welchem Charakter. Und dann müssten wir einen blauen Kreis haben und somit
Die 99%, ich war mir ganz kurz nicht sicher, ob man mit allen Charakteren das machen musste, weil ich so einen blauen Kreis bekommen habe, aber nee. Ein Charakter reicht und ihr habt 99%, wenn ihr das hier und das hier jetzt geschafft habt. So, und jetzt wird's Zeit für den Boss Butch, welcher ein Boss Rush Modus ist. Den schaltet ihr nur frei, wenn ihr auch das Secret Ending geschafft habt. Also mit Zero. So, und hier kriegt ihr gar nichts. Ihr kriegt keine Blitze, ihr kriegt nichts. Ihr könnt GUI holen. Nicht mal, ihr könnt nicht mal GUI holen, merke ich gerade. Das ist wirklich einfach pures Skill hier. Und das wird der Rest der Folge sein. Mal gucken, wie lang ich brauche. Ich wollte gar nicht zurückspulen. Ah! Das ist sowas, was ich manchmal habe. Ich habe manchmal so einen Reflex, dass ich zurückspulen will. Aber ich werde versuchen, nicht so viel zurückzuspulen. Weil eigentlich sind die, vor allem die ersten paar Bürste, sind die eigentlich relativ einfach, ne? Eigentlich. Ich darf mich halt nicht so schlecht anstellen. So. Im ersten Bosskampf kriege ich noch One Hit, so No Hit hin. Das ist nur Wispy Woods, das geht ja noch. Der hier ist schon viel schwieriger. Den kann ich überhaupt nicht leiden. Aber ich kann den Boss nicht. Das ist, glaube ich, der Boss, an dem ich am schlechtesten mit drin bin. Und ich mich ständig treffen lasse und es mich nervt. Und schaut euch das an! Es zählt trotzdem einfach nicht. Und wieso habe ich wieder so wenig Leben? Wo habe ich denn so viel Leben? Hier habe ich so viel Leben verloren irgendwo. Ah ja. Klar, wenn ihr auf einem richtigen SNES spielt, dann könnt ihr natürlich nicht zurückspulen. Aber wenn ihr das Spiel durchspielt, ohne zurückzuspulen, 100%. Dann habt ihr echt mehr Nerven als ich gerade. Weil dafür braucht man schon Nerven, um das zu machen. Okay, ein Hit habe ich bekommen. Und das akzeptiere ich nicht. Nein. Es reicht, wenn ich es in einem Video gezeigt habe. So, vorbei ist er. Okay. Die beiden sind super easy, wenn man sich Zeit lässt. Das zählte nicht, okay? Das zählte nicht. Ich wusste nicht, was die Bombe macht. Weil die Bombe, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Hä? Warte mal. So. Soll mal ganz viel einsaugen, dann könnt ihr nämlich den hier machen. Moment. Den hier machen, um mehr Damage reinzuhauen. Ernst, nein! Wow. Der Sound spielt immer noch ab. Cool. Und warum ist Kirby da nicht gerannt? Das zählt nicht, das ist unfair, weil Kirby rennt hier nicht. Schon wieder nicht. Jetzt. Oh, nice, down. Und ihr habt mehr als ein Leben. Nein! Ich gebe zu, das ist gerade ein wirklich schlechter Boss-Rush, den ich hier mache. Oh Gott, oh Gott. Ich bin echt schlecht. Ah! Der Kampf ist... Boah, der Boss-Rush ist echt nervig. Weil es vor allem so viele Bosse sind und du hast so wenig Leben. Weil ich denke mal, dass Dark Matter auch dazu gehört und Zero auch, weil die waren auf dem Bild zu sehen. Also zumindest Zero auf dem Bild zu sehen. Ne? Und das schließt ja eigentlich dann darauf hin, dass man die auch besiegen muss. Wie gesagt, das ist ein gezielter Treffer. Alter. Das zählt einfach nicht. Ihr seht selber, es zählt aus irgendeinem Grund einfach nicht. Okay. Einfach schnell genug besiegen. Dann passt's. Oh, jetzt kommen noch die beiden und dann ist aber endlich vorbei, oder? Oder? Please. Also den ganzen Boss-Rush ohne Treffer. Das verdient auf jeden Fall meinen Respekt, falls das einer von euch schaffen sollte. Weil das, das könnte ich selber auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Das wäre mir echt zu schwer. So. Gegen Sonne. Auch wenn hier, glaube ich, der Mond einfacher wäre, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Und zack. Jetzt nur noch Ado oder Adeline.
Ah nee, Cracko kam ja auch noch. Oh, come on. Ey, wie lange soll das hier noch gehen? Was zum Teufel? Hä? Das ist einfach krank, wie lange dieser Boss dauert, vor allem. Das akzeptiere ich nicht. Das finde ich unfair, dass das nicht getroffen hat. Das hat jetzt getroffen. Und er bricht seine Attacke ab, zum Glück. Danke, Brudi. Kannst direkt wieder haben. Ja, hätte ich gerne. Danke. Kannst direkt wieder haben. Oh, zwei auf einmal. Das macht, glaube ich, mehr Damage. Ja, das macht mehr Damage. Okay, ich empfehle euch, zwei auf einmal einzusagen. Dann geht der Kampf viel schneller vorbei. So. So, und dich? Warte mal. Ich glaube... Ich kann sie einfach kicken. Ja, ich kann sie einfach kicken. Einfach Beinchen stellen kann ich hier. So, dann pustet sie weg. Jetzt kommt King Dedede. Man kriegt wirklich kein einziges Mal Heilung. Normalerweise in neueren Kirby-Spielen, wenn man Boss Rush hat, dann hat man das ja eigentlich... Oh, ich finde übrigens diesen Hintergrund voll schön. Richtig schön. Dann hat man es ja eigentlich so, dass man immer kurz nochmal mit einem, zumindest mit einer Flasche geheilt wird. Je nach jedem Boss. Zumindest, ne? Aber echt, dieses Festival-Hintergrund sieht echt schön aus. I like it. I like it a lot. Komm, mach mal den Super-Jump. Das Ding ist bei diesem Super-Jump, den er da manchmal macht. Da macht er nämlich zwei Sternchen auf einmal und die kann ich dann benutzen, um mehr Damage zu machen, wenn man die richtig kontert. Aber er macht die ganze Zeit nur seinen Hammer. Er springt kein einziges Mal. Na gut. Einmal noch Hammer und es ist Geschichte. Stattdessen will er mich lieber einsaugen. Was ich gerne zurückspulen möchte. Weil ich es nicht okay finde, dass er das macht. So, was passiert jetzt? Ist jetzt der Boss-Rush zu Ende? Oder muss ich jetzt wirklich noch gegen die Tatsache? Und der Hintergrund ist hier wieder anders. Der Hintergrund ist hier wieder anders. Ich glaube, ich schneide das ganze Boss-Rush nochmal einfach zusammen. Ich will, dass ihr wisst, dass ich die ganze Zeit rumcheate. Weil der ist mir ein bisschen noch zu schwer. Ich glaube, hierfür müsste ich wirklich üben. Aber ich möchte euch ja nur mal kurz im Video gezeigt haben, wie das alles hier aussieht. So. Und jetzt vielleicht nochmal meine Taktik zeigen, die ich eigentlich immer bei Dark Matter mache. Und zwar immer hinterher, nicht treffen lassen. Ich will das einfach nur zeigen. So, und dann immer einfach irgendwo stehen bleiben, wo ihr wisst, er schießt da nicht hin. Weil sein Auge zeigt in eine Richtung zum Beispiel. Und dann ist es eigentlich mega easy. Wenn er das macht... Mann! Wenn er das macht, einfach nur die ganze Zeit neben ihm kreiseln und dann aufpassen, wenn er sich wieder einzieht, so. Wo er sich hinbewegt. So, und das ist eigentlich dieser Bosskampf. Der ist wirklich nicht schwer, wirklich ziemlich, ziemlich easy. Das Problem ist jetzt nur... Baba! Außer wir müssen ihn nicht machen, aber doch, wir müssen ihn auch noch machen. Das ist echt, müsst ihr euch was überlegen, das ist echt krank. Ihr habt, nach 10 Treffern seid ihr tot und ihr müsst all diese Bosse, die ich euch alle gerade gezeigt habe, müsst ihr alle nochmal neu machen. Alle. Alle. Und die Attacke, wenn da einer einen zu der, die kann ich nicht predikten. Das finde ich etwas schwierig. Ihn zu treffen lohnt sich nicht. Einfach ausweichen. Hier kann man den besten treffen, wenn die einfach ein bisschen rumkreiselt. Jetzt macht er wieder... Ah ne, jetzt kommt er einfach nur hin und zurück, okay. Aber der Hintergrund ist viel schöner, oder? Ist besser auf den Augen, oder? Na okay, vielleicht ein bisschen schwieriger auf den Augen für manche, aber ich finde es schön. Nur man merkt richtig diese blaue Umrandung neben dem Grün. Das ist richtig, kann man richtig erkennen. Einfach nur ein Recall, einfach nur mit einem... mit so einem Farbeimer ist man drüber gegangen. So sieht das aus, weil das auch so blau hinten dran hat. Weil das vorher wahrscheinlich so dunkelblau oder sowas war. Keine Ahnung, kann sein. Das finde ich nur lustig. Muss ich nur erwähnt haben. So. Von hinten macht den, glaube ich, keinen Damage. Ich wüsste nicht, wie so das funktionieren sollte. Ah ne, der passt noch nicht vorbei. Jetzt kommen wir erstmal das hier noch. Genau. Ja, weiß nicht. Bei dem habe ich keine Taktik. Einfach wild um euch her spammen und ausweichen. Der kann eigentlich auch nichts. Das ist wahrscheinlich einer der einfachsten Bösse, weil der kann nichts. Er kreiselt nur um mich herum. So, wenn ihr das geschafft habt, hoffentlich besser als ich,
zumindest für den Moment. Dann kriegt ihr nochmal die Credits zu sehen und habt den Boss-Batch-Modus geschafft. Ich bin jetzt außerdem nochmal reingegangen. Ihr müsst nicht nochmal reingehen, so wie ich. Drückt einfach B oder was auch immer, um da rauszukommen. Oder spult einfach zurück, das, was ich sowieso die ganze Zeit mache. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr einen 100%igen Save habt. Egal welcher Farbe hier, rot, blau, grün, gelb, alles mögliche, alle Farben des Regenbogens. Ihr habt 100% und kriegt damit Fragezeichen. Und das hier ist Cinematic Mode. Ihr könnt nochmal alle Cutscenes euch anschauen. Hier gibt es noch End 2, 1, 2 und 3. Aber ich kann euch zeigen, das erste Ending ist nur das falsche Ending, wenn ihr nicht alles gesammelt habt. Das zweite ist das hier, diese Cutscene, nachdem ihr den Boss gekillt habt, zusammen mit dem hier. Und das dritte ist nur das hier. Also beim zweiten kriegt ihr beides und beim dritten nur das, was ist, ne, ist irgendwie komisch, aber ja, man kann euch nochmal alle in einem anschauen. Wahrscheinlich gibt es da ganz viele YouTube-Reuploads, wenn ihr einfach nur das hier drücken und das dann so abspielen lassen. Hier seht ihr nochmal alles Mögliche. Und ja, das soll es dann gewesen sein mit Kirby's Dream Land 3. Folge ist sowieso schon viel zu lange. Also ja, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Kirby-Spiel wieder. Und das war's. Ciao.